Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Assassin's Creed. Und zwar heute geht es ums Untotenpack. Der neue DLC seit Dienstag draußen. Und ich sag mal, wir sehen es ja hier im Bildmaterial im Hintergrund, ne? Also es passt natürlich wahnsinnig gut rein in den nächste Woche erscheinenden DLC Fluch der Pharaonen. Dafür ist es schon mal von der Optik her wirklich sehr, sehr gut. Kostenpunkt habe ich euch hier unten eingetragen. 1250 Helix-Punkte in Euro übersetzt. Na, über den Daumen sagen wir einfach mal 12 Euro. Je nachdem, welches Helix-Paket man sich denn gönnt. Und das ist wie immer verflucht viel Geld, wenn man sich überlegt, dass Fluch der Pharaonen alleine, ne, kostet nur 20. Und das ist eine ganze Menge mehr als dieses Paket. Aber dieses Schild auf meinem Rücken, schaut euch das nur an. Also mit dem Skorpion, dieses kleine Schild, ist natürlich wirklich genial. Giften beim Vergiften beim Parieren. Dann natürlich auch wieder ein Bogen mit brennenden Pfeilen. Sowas ist, ja, da steht der Spieler drauf, das will er kaufen, ne? Und die machen sogar Schaden, wenn man vorbeischießt. Wunderbar, herrlich an dieser Stelle. Im Hintergrund ist natürlich ein bisschen Albtraum-Gameplay vom Schwierigkeitsgrad her. Und ja, da schnetzelt man sich mit den Waffen auf alle Fälle relativ durch. Also reden wir nicht lange drum herum. Gucken wir einfach mal, was ist überhaupt drin im Paket. Wir haben also einen Bogen, wir haben ein Schild, wir haben ein Sichelschwert, wir haben eine Montur und wir haben ein Reittier. So viel schon mal dazu. Und jetzt gucken wir uns mal genau die Items richtig an, was die denn können. So, hier haben wir es nochmal im Shop für die 1250 Helix-Punkte, wie gesagt. Und hier haben wir es dann schon im Inventar. Einmal ewige Wacht, das legendäre Reittier, also ein Kamel, was wir bekommen. Dann hier natürlich die Montur, die ja wirklich, wirklich richtig schick ist. Das muss man ihnen definitiv lassen für das Geld. Die Insignien des Pharaos. Das Ding sieht echt gut aus. Dann haben wir natürlich noch den Bogen. Tauschen wir hier mal den Geistfänger aus gegen den neuen Bogen. Selkets Reichweite. Selkets Reichweite. Habe ich mich kurz eben gerade verlesen. Dachte, wäre noch ein R dazwischen. Ist es nicht. Also Selkets Reichweite ist der Bogen. Gucken wir auch mal gleich beim Bogen hier auf die Stats. Präzision hat er Stufe 3, also 30% mehr Präzision. Adrenalin beim Töten auch Stufe 3. Das bedeutet 40 Punkte beim Töten von Gegnern gibt es drauf aufs Adrenalinkonto und dann natürlich Brennen bei Treffer. Gut, was das macht, ist ja wohl logisch. So, im Vergleich mal vierte Plage, ja, muss man nicht unbedingt haben, den Bogen. Dann haben wir hier das Skorpionschild natürlich mit Adrenalin bei Paraden. Eine Sache, die es übrigens sehr, sehr selten gibt, mit 4 Punkten. Das sind 35 Punkte. Dazu den Schadenabsorptionswert von 65% und Vergiften beim Blocken. Ist natürlich wirklich schön, Vergiften beim Blocken. Das macht dann auch in der Arena im Horde-Modus zum Beispiel Spaß, eine ganze Menge zu blocken und die ganzen vergifteten Körper in der Gegend herumliegen zu haben. So, dann kommen wir natürlich noch zum letzten Item, zur Waffe, zum Sichelschwert. Das kommen wir hier mal ein bisschen runter. Da kommt es schon, das Lied der Wüste, Bluten bei Treffer Stufe 3, bedeutet also 30% Chance auf Bluten bei Treffer. Adrenalin bei Treffer gibt es auch noch oben drauf, und zwar 15 Punkte. Wenn ihr trefft, 15 Punkte Adrenalin, ist nicht schlecht. Und ganz, ganz wichtig, sofortiges Aufladen. Sofortiges Aufladen ist ja eine Sache, die hat man immer wahnsinnig gern bei Hand. Also das Schwert, auf alle Fälle ist es sehr, sehr gut. Adrenalin bei Treffer, Bluten bei Treffer und sofortiges Aufladen sind wirklich drei richtig schöne Perks. Jetzt schauen wir uns das Ganze natürlich nochmal optisch hier ganz genau an, weil die Montur, wenn ich schon sage, sie ist so wunderschön und vor allem das Schild hinten auf dem Rücken auch, es sieht wirklich, wirklich richtig gut aus. Schade, dass hier das Sichelschwert hier momentan so ein bisschen durch die Textur hindurchgestochen ist, das ist schade, weil so sieht das dann doch gleich viel besser aus, ne? Mit den ganzen Zacken dran, ist schon klasse und hier natürlich der Bogen, ne? Ein Kriegsbogen mit zig brennenden, aufgespannten Pfeilen sieht einfach immer Bombe aus. Das lohnt sich auch, gleich mal ein Foto von zu machen. Und dann könnt ihr euch das Set auch nochmal ganz genau ansehen, die kleinen Details da dran. Es ist eine wirklich wunderschöne Montur. Das kann man so nicht anders sagen. So, nach dem kleinen Screenshot hier wollen wir natürlich auch gleich mal uns auch das Kamel anschauen, ne? Wir haben ja nicht nur hier die Items und die Montur, sondern auch noch das Kamel, aber bei knapp 12 Euro, ne? Sollte auch ein Reittier definitiv noch mit drin sein, passend zur Montur dazu. Und hier haben wir es, wenn es schon Kamel ist, ne, dann zeigen wir es hier auch in Action, ne? Wenn es auch ansonsten nicht so schnell reitet. Auch das Kamel ist sehr nett, aber mehr als nett, sage ich mal, ist es nicht, ne? Also es ist
nett anzuschauen, aber ich sag mal, wie hieß sie, Gerda aus dem verlorenen, aus dem verborgenen DLC ist da dann doch, finde ich, definitiv schöner. Das Ding hier ist nett, aber es hat mir einfach zu wenig Extras. Es ist zu sehr nur eine Mumie, letztendlich nur ein Mumienkamel mit so einem, ja, so zwei kleinen Halskrausen, goldene Halskrausen, ich weiß es nicht. Also es hängt einfach nicht irgendwie noch ein paar Taschen dran mit meinetwegen Urnen oder irgendwas, so wie wir zum Beispiel bei dem einen Kamel auch haben, wo dann die Totenschädel mit dran sind, was wirklich richtig was hermacht. Das Kamel eher, ja, ne, ist sowieso, reitet eh langsamer oder immer gefühlt langsamer auf alle Fälle als Pferde. Das ist ja schon mal ein Nachteil beim Kamel und dann halt, wie gesagt, von der Optik nicht so besonders. Und dann werden die 12 Euro schon wieder hart dafür, ob man die ausgibt oder nicht. Die Montur haben sie natürlich wirklich klasse gemacht und wie gesagt, gerade natürlich damit, dass nächste Woche am 13. dann der DLC Fluch der Pharaonen kommt und man selber als Pharao drin herumrennen könnte, ja? Ja, da haben sie wieder klug gehandelt, das verführt auf alle Fälle auf den Kaufen-Button zu klicken, aber ansonsten weiterhin meine Meinung, dass die kosmetischen DLCs oder was, als ist ja nicht nur kosmetisch, wir kriegen ja auch Waffen, aber ehrlich gesagt, man hat auch so mehr als genug gute Waffen. Wirklich, da ist man nicht darauf angewiesen, welche aus den Paketen zu bekommen und dann sind die Pakete für mich definitiv immer noch einfach viel zu teuer. Das ist meine Meinung. Ihr selber könnt euch ja selber ein Bild machen. Wie findet ihr das Paket denn? Wie findet ihr denn das Kamel? Findet ihr das genauso langweilig wie ich? Und die Pharaonenrüstung, findet ihr die genauso geil, wie ich sie finde? Weil ich finde sie wirklich klasse und auch das Sichelschwert hat von der Optik her, schaut euch das hier an, hat wirklich in meinen Augen richtig was. Da bin ich sehr gespannt auf eure Meinung. Ich danke euch auf alle Fälle fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, denkt an den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, weil genau dann verpasst ihr ja kein neues Video. Gerade nächste Woche wird es ja hier wieder rappelvoll mit dem neuen DLC. Also ich sag mal, das wird sich auf alle Fälle für euch lohnen. Der Klick auf den Abo-Button und die Glocke aktivieren. Ich sage bis zum nächsten Video. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goody. Mm-hmm.